Warum kostet diese Festplatte mit Red Label 200 Euro und diese Festplatte mit White Label, die offensichtlich genau die gleichen technischen Daten hat, nur 150 Euro? Beide eignen sich für den Einsatz in einem NAS, also einem Netzwerkspeicher. Alle weiteren Details und Antworten sowie einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du diese Festplatte für dein NAS vorbereitest, erfährst du jetzt in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Go4Smart. Ja, ein NAS, also ein Network Attached Storage, also ein Netzwerkspeicher, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. Meistens wird einem das aber erst bewusst bei einem totalen Datenverlust. Ein NAS kann aber nicht nur einfache Backups, sondern auch ganz viele weitere Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel ein Dateiserver zum Streamen, Netzwerkspeicher für Videoüberwachung von Kameras oder zum Beispiel einen privaten Mail-Server. Heute geht es aber nicht um das NAS an sich, sondern um die Festplatten, die da drin sind. Im Laufe der Zeit erzeugt man einfach immer mehr Daten. Außerdem erhöht sich mit zunehmender Zeit die Gefahr eines Festplattencrashs und die Festplattenkapazität wird natürlich auch im Laufe der Zeit immer günstiger. All das heißt in Konsequenz, dass wir von Zeit zu Zeit diese Festplatten ersetzen sollten. Und damit sind wir direkt beim Thema, welche nutze ich denn am besten in einem NAS und vor allem, wie kann ich dabei auch noch Geld sparen? Um eines vorwegzunehmen, ich habe mich hier für die Western Digital MyBook in der Größe 8 TB entschieden. Das Ganze als externe Festplatte, also mit Gehäuse, mit Netzteil und eben nicht als nackte Festplatte zum direkten Einbau ins NAS. Warum? Ja, weil in dieser externen Festplatte ähnliche und ja, vermutlich sogar die gleiche Hardware steckt. Da streiten sich ehrlich gesagt die Expertenmeinungen. Aber diese Festplatte kostet eben 50 Euro weniger. Das Phänomen sieht man übrigens auch bei anderen Herstellern, dass eben externe Festplatten günstiger sind als NAS-Festplatten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Falls du eine Idee hast, schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich zeige dir jetzt den Ausbau von dieser Festplatte aus dem Gehäuse und zwar so, dass die Festplatte und das Gehäuse nicht beschädigt wird, damit du im Fall der Fälle das Ganze auch wieder zurückrüsten kannst. Schauen wir uns aber zunächst einmal an, was hier überhaupt mitgeliefert wird. Wir packen das Ganze mal aus. Da haben wir zunächst mal die Festplatte an sich. Hier sehen wir die Anschlüsse für die Festplatte zum Rechner und auch die Stromzufuhr. Dann haben wir hier noch ein Ladekabel. Da ist auch hier so ein Euro-Stecker noch dabei, damit wir den auch in unseren Breitengraden nutzen können. Das hier nicht wegschmeißen, kann man immer wieder gebrauchen. Wir brauchen es jetzt natürlich nicht, weil wir die Festplatte ja in unserem NAS einsetzen. Ich schaue mal, wie viel Leistung das Teil hier hat. Ja, wir haben hier 12 Volt bei 1,5 Ampere. Kann ich also durchaus für das ein oder andere Projekt nochmal gebrauchen. Dann haben wir hier noch das Festplattenkabel. Brauche ich natürlich jetzt auch nicht für mein NAS. Aber theoretisch könnte ich ja auch das Gehäuse und das Netzteil mit dem Kabel mit einer anderen Festplatte, die ich vorher ausgebaut habe oder die ich noch besitze, auch so nochmal einsetzen. Ich zeige dir jetzt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie aus dieser Festplatte diese Festplatte wird. Wir brauchen jetzt, um die Festplatte aus dem Gehäuse zu entfernen, noch ein bisschen Werkzeug. Und zwar zum einen ein Cuttermesser. Dann brauchen wir einen Imbus in der Größe 2 mm. Einen Kreuzschraubendreher. Und dann brauchen wir noch etwas Dünnes, mit dem wir die Haltenasen von dem Gehäuse arretieren können. Es gibt an dem Gehäuse solche Haltenasen, die werden wir gleich ein bisschen aufbiegen. Und damit diese Haltenasen nicht wieder einrasten, benötigen wir irgendwas Flaches, Dünnes, was man dazwischen schieben kann. Man kann sich da irgendwas bauen, zum Beispiel aus einem Deckel von einem Kabelkanal. Oder man nimmt einfach so ein bisschen Paketband, das wurde mir tatsächlich mit der Festplatte geliefert, das kennst du wahrscheinlich. Da schneide ich einfach jetzt hier 5-6 kurze Stücke ab, damit ich die dann nachher in das Gehäuse zwischen diese Nasen dazwischen schieben kann, damit die Haltenasen eben nicht wieder einrasten. Sehen wir aber gleich alles noch in der Praxis, ein bisschen schwierig zu erklären. Bevor wir jetzt die Festplatte ausbauen, eine Kleinigkeit noch. Wenn du dieses Video zum Anlass nimmst, das Ganze bei dir genauso umzusetzen und du damit ein paar Euro sparst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dafür einen meiner Affiliate-Links in der Videobeschreibung nutzt. Ich habe dir diese Festplatte unter dem Video als Link hinterlegt. Wenn du darüber kaufst, ändert sich der Preis für dich nicht. Ich bekomme aber eine kleine Provision als Dankeschön. Ich würde mich aber genauso über einen Daumen hoch für dieses Video freuen.
Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann lade ich dich hiermit auch ein, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst du nämlich auch keine neuen Videos. Schauen wir uns aber jetzt erstmal das Festplattengehäuse genauer an. Also, es gibt zwei Seiten. Das ist die Oberseite. Das hier ist der Boden, die Unterseite. Zu erkennen an diesen Gummifüßen hier oder an der Aufschrift hier. Und an der Oberseite werden wir jetzt hier das Gehäuse entfernen. Und zwar gibt es hier an dieser Gehäuseseite auf dieser Seite drei Haltenasen. Und auf der anderen Seite befinden sich an der Stelle zwei Haltenasen. Ich blende dir das auch gleich nochmal ein. Dann siehst du genau, was ich meine. Und hier ist es eben wichtig, dass wir genau hier in diesem Zwischenraum mit unserem Cuttermesser das hier aufhebeln und dann zwischen diese Haltenasen eben so ein Stück Kunststoff oder was auch immer du zur Verfügung hast, hier einschieben, damit diese Haltenase nicht wieder einrasten kann. Und das machen wir jetzt mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt drehen wir das Festplattengehäuse einmal um und werden hier an dieser Nut und hier an dieser Nut auch so ein bisschen das Ganze lockern und dann von oben die Festplatte nach unten rausdrücken. Das muss man ein bisschen mit Gefühl machen und vor allem muss man aufpassen, die Festplatte wird sich dann irgendwann lösen, dass die Festplatte auf jeden Fall keine große Erschütterung erfährt. Gut, das Ganze haben wir an der Seite jetzt auch gelöst und jetzt geht es einfach nur darum, mit Gefühl, aber auch mit entsprechendem Druck das Ganze von dieser Seite nach unten zu drücken. Wir sehen jetzt, dass sich hier das Ganze gelöst hat und jetzt kann ich einfach den ganzen Rahmen nach unten rausschieben und so sieht das Ganze von innen aus. Jetzt kommt unser Imbusschraubendreher ins Spiel, denn die Festplatte ist jetzt noch an vier Stellen festgeschraubt, nämlich hier, hier und auf der anderen Seite ebenfalls mit zwei Schrauben, die wir jetzt lösen werden. Als letztes benötigen wir jetzt noch unseren Kreuzschraubendreher, weil wir genau an dieser Stelle hier noch eine Kreuzschraube haben, die wir jetzt lösen müssen. Das ist die Platine. Die ist auf dieser Seite auch noch gesteckt. Das heißt, wir werden das hier jetzt einmal lösen, die Platine abziehen und damit ist die Festplatte schon einsatzbereit. Jetzt haben wir die Festplatte aus dem Gehäuse befreit und können sie in unser NAS einbauen. Übrigens, falls du mal ein Video zu meinem NAS sehen willst, schreib es mir einfach mal in die Kommentare. Und Videos zu anderen Netzwerkthemen findest du auch hier. Jetzt haben wir erstmal viel Spaß beim Nachbau, sei smart und bis zum nächsten Mal.